Ah, Herr Strick. Also in dem zweiten Buch geht es dann darum, dass fett gedruckt kannst du mir vertrauen drin steht. Das ist, glaube ich, nur der Kies-Fall. Also das ist sozusagen die Kieswand, da war ein Knopf. Wie auch in dem Buch beschrieben stand, was halt ein bisschen schwer zu lesen war, aber... Was darauf deutet, dass er eventuell Linkshänder ist, weil wenn es schwer zu lesen ist und die Schrift war ja ein bisschen verwischt, dass er mit der Hand drüber ist. Warte mal, ich erinnere mich noch, als ich hier von Herrn Fleisch rausgetrieben wurde, weil er nach uns gesucht hat. Und dann bin ich auch wieder geflüchtet. Also ich könnte denken, dass er in gewisser Weise auch was damit zu tun hat, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich habe gerade gedacht, vielleicht die Karte, die habe ich noch gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht können Sie das deuten. Was steht da? Deine Ostertour. Aha, ah, lol. Soll ich mit suchen und so, Felix? Du bist ja cool. Danke. Die Frage ist, in welche Richtung müssten wir laufen, um auf den Teil der Karte nice, zugreifen Digga, zu können? Wir sind ja übelst weit weg. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo das sein könnte. Aber es sieht nach einer Karte aus, wo sich ein Schwarzeichenwald befinden soll. Schätze ich mal. Weil das ist relativ dunkles Holz auf der Karte. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo haben sie denn gefunden? Unten in der Höhle, oder? Entschuldigung. Was machen sie hier in meinem Haus? Wer sind sie? Was? Der Typ. Was machen sie hier? Ich hab doch gerade mit ihm geredet, oder? Erinnern sie sich nicht? Würden sie bitte schleunigst mein Haus verlassen? Sonst muss ich hier die Beamten rufen und dann begleiten die sie. Bitte, würden Sie bitte schnell... Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich verstehe Sie nicht. Wir haben doch gerade eben miteinander diskutiert. Oder? Ich habe Sie vorher noch nie gesehen. Würden Sie bitte jetzt ein Haus verlassen? Bitte, geht jetzt. Sie müssen mir die Tür öffnen. Danke. Moment mal. Wo zum Teufel ist meine andere blaue Orchidee? Und seit wann legt der Wert darauf, dass... Seit wann standen denn seine Blumen oben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Aber diese Karte... weist eindeutig auf ein Haus hin, oder zumindest auf ein Gebiet, was, oder warum hat er mir das überhaupt gegeben? Ich weiß es nicht. Warte mal. Hat er strikt mit Absicht sein Gedächtnis verloren? Oder ist er mit Absicht verrückt geworden? Ich befinde mich also an der untersten Ecke. Dieser weiße Punkt. Aber wie komme ich von dort aus zu dem Haus? Ich werde dort erstmal hinreiten. Huh?
Ding denn hier gebaut? Was zum Teufel ist das? Ein Brunnen? Hier baut Professor Dr. Sascha. Warte hier kurz, Pferd. Ich hätte diese Tür fast übersehen. Was auch immer das hier ist, ich würde es gerne wissen. Wo muss ich nur lang? Zum Teufel ist das hier? Diese Orte habe ich ja noch nie gesehen. Aber zumindest wirkt es so, als hätte ich diese noch nie gesehen. Und wie auch immer dieses Haus liegen mag, ich habe keinen blassen Schimmer. Ist vielleicht dieser Dschungel hier? Zumindest noch einer. Wo kann dieses Haus stehen? Es ist besser, ich reite zurück, bevor ich mich noch verirre. Ich kenne diese Gegend kaum. Immer noch der Punkt an der unteren Ecke. Wollte er mich hintergehen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder hat er eine böse Absicht? Oh Gott. Nein, nein, nein. Zum Teufel. Ein Sumpf? Ich war doch letztens mal in einem Sumpf. Nein, hier werde ich nichts finden. Was hat er mir für eine Karte gegeben? Die ist ja völlig sinnfrei. Wofür? Ich reite jetzt zurück. Und ich setze mich noch einmal in den Pavillon, um darüber zu meditieren. Es ergibt alles keinen Sinn. Warum sollte er mir diese Karte geben und dann plötzlich sein Gedächtnis verlieren? Das passt irgendwie nicht zusammen. Vielleicht wollte er mich aus dem Haus schaffen, nur um... seine Pläne weiter durchzuziehen? Töten Sie den Erfinder. Noch ist er verdächtigt, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob er das mit der Karte ernst meint.
Denn wenn er es damit ernst meint, hätte ich das schon längst herausbekommen. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, wo dieser Ort befinden soll. Wo überhaupt sich dieser Ort befindet, ist mir eine... sehr... Wo auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Ich weiß, hier sind wir in den großen Bergen, aber... Und da vorne ist wieder diese Hütte. Aber wofür das alles? Wer baut sowas? Ich verstehe das alles nicht. Ich bin dem Ganzen immer noch kein Stück näher gekommen. Es muss in der anderen Richtung sein. Es muss in der anderen Richtung liegen. Genau. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber die beiden Bücher hat er mir wiedergegeben. Ist das verlassen auch von Mrs. Pinkes Brot? Und der Bürgermeister hat immer noch nicht sich um den Bahnhof gekümmert. Dennoch werde ich jetzt um ein paar Sachen herum meditieren. Dem Ganzen später nochmal nachgehen. Aber irgendwas muss es mit dieser Karte doch auf sich haben. Ich verstehe das alles nicht. Was auch immer in dieser Hütte sein sollte. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich dorthin will. Also wenn, dann muss ich in diese Richtung rennen, um zu dieser Hütte zu kommen, aber... Vielleicht ist sie auch zu weit entfernt. Ach, ich weiß, was weiß ich denn schon? Das ist... Wieder so eine Karte, wo ich nichts anzufangen weiß. Die beiden haben sich im Prinzip ja eigentlich schon geklärt, aber... Warum macht man so etwas?